Lekshun swai multikulti, which means multicultural. A multicultural. Gestern habe ich Pizza gegessen. Die Pizzeria heißt Ozole Moi, aber niemand dort spricht Italienisch. In der Pizzeria arbeiten zwei palästinensische Brüder. Ich habe eine Thunfischpizza gegessen. Der Preis war super. 2,50 €. Die Pizza war nicht so gut, aber die Pizzeria ist nur wenige Meter von meiner Wohnung entfernt. In unserer Wege ist es schwierig mit dem Essen. Niemand kocht, aber wir haben immer Berg von Geschirr. Es ist ein Mysterium. Unser Kühlschrank ist wie ein schwarzes Loch. Wenn ich etwas im Supermarkt kaufe und in den Kühlschrank lege, ist es nach 2 Stunden verschwunden. Wir haben 4 Fächer in unserem Kühlschrank. Ganz oben ist Gustavos, darunter Chang's, dann Ted's und dann meins. Ted, Chang und Gustavo sagen, sie essen nur ihre einigen Sachen. Ich sage das auch, aber wenn mein Fach leer ist, esse ich manchmal einen Joghurt oder Käse aus Gustavos Fach. Es ist einfacher draußen zu essen und billiger. Es gibt viele verschiedene Restaurants. Es gibt Döner aus der Türkei, gegrilltes Lamm aus Pakistan, Berliner Buletten, die palästinensische Pizza von nebenan und vieles mehr. Eine Berliner Spezialität ist die Currywurst. Die Currywurst hat eine interessante Geschichte. Im Jahr 1949 hatte eine Berliner Frau von britischen Soldaten Worcestershire-Sauce. It's a difficult word to pronounce. Und indische Curry bekommen. Sie hat die beiden Zutaten mit amerikanischem Ketchup vermischt und auf eine deutsche Wurst gegeben. Man sagt, die Currywurst ist typisch deutsch. Ist Multikulti typisch deutsch? Einmal war ich nach einer Party um 2 Uhr morgens. Döner essen mit Samal, einem syrischen Freund. Wir haben 2 Döner bestellt. Der Dönermann sagt zu Samal etwas auf Arabisch. Wir haben unseren Döner auf einer Parkbank gegessen. Danach fragte ich Samal, was hat der Dönermann zu dir gesagt? Forschest. Habibi, ist Schweinefleisch drin? Sagte Samal. So, these are the vocabularies. Gestern, that is yesterday. Ich habe gegessen. I have eaten. Pizzeria, pizza place. Heißt is called. Niemand, that is nobody. Dort, there. Spricht Italienisch, speaks Italian. Arbeiten, work. Palästinensische.